Ja, hallo und willkommen zurück zu Kurzgezockt Remnant. Ich bin vor einem Bosskampf. Und ich dachte, das könnte vielleicht unterhaltsam für euch werden. Die Hütte des Schlachters, wenn ich dauernd sterbe. Der Schlachter. Wir sind hier im Sumpfgebiet. Ich habe jetzt also schon einen Großteil des Sumpfgebiets hinter mir gelassen. Meine eigentliche Aufgabe ist, hier irgendeine Bestie zu töten. Dafür so eine andere Spezies sich retten kann. Das ja klang jetzt nach keinem so guten Deal, aber ich habe es dann jetzt mal gemacht, eingewilligt. Und ich sehe gerade, ich habe noch 2 Punkte zu vergeben. So langsam wird es schwierig, sich zu entscheiden, was man haben möchte. Ich würde mal sagen, Erholung ist vielleicht noch sinnvoll. Vieles geht auf Ausdauer, was man natürlich auch braucht. Für den Bosskampf würde ich vielleicht tatsächlich auch noch mal Ausdauer Regeneration oder Ausdauerkosten senken. Weil das ist natürlich gut. Segen des Hüters würde ich auch ganz gerne noch machen. Element Widerstand. Ich glaube, der Boss jetzt hat kein Zeug, was er von sich spuckt oder so. Das brauche ich eventuell nicht so dringend. Würde ich beim nächsten Mal dann machen. Einmal habe ich schon mal probeweise gegen ihn gekämpft. Ich frage mich gerade, ob ich einfach von hier schon angreifen sollte. Bringt's das? Ich glaube nicht, dass das geht. Der Unreine. Das hat mich erwischt, das finde ich so gut. Ich muss zugeben, ich habe gehofft, er hätte keine Winzlinge, die für ihn kämpfen. Hat er aber doch. Der wirft auch noch den Hammer. Die Arena hier ist halt sehr klein. Ja, ich muss wieder nachladen. Ich weiß gar nicht, gibt es eine Fähigkeit nachzuladen? Schneller? Das sollte ich vielleicht mal machen. Ich bin leider erst auf der Hälfte. Oh oh, er wirft wieder, oder? Was macht er? Weiß nicht. Hast du deinen Hammer verloren? Das tut mir aber leid. Na komm. Nice. Ah, gut, also im Prinzip 2 Versuche. Das war übel. Ich bin am Leben.
Das ist ja nicht, ich liebe noch. Ich meine, ja, so schwierig war das jetzt auch wieder nicht. Ich meine, es war schon tough, aber ich habe immerhin zwei Versuche gebraucht. Aber man muss auch dazu sagen, ich im normalen Schwierigkeitsgrad spiele. Ich wollte es hier nicht übertreiben. Ich muss das kaputt machen. Irgendwas Schönes für mich? Nichts, kein Loot sonst. Okay, ich glaube, es bringt es nicht. Hier gibt es nichts mehr. Gucken gerade mal. Was habe ich denn bekommen? Ich müsste jetzt. Ich habe jetzt das unreine Herz bekommen. Okay. Kein Eigenschaftspunkt, aber ich habe dazu gekriegt, in Nimmersatt fest Brauchstempo von. Tränken. Verbrauchstempo. Wirken die dann länger? Möglicherweise. Kann mir jetzt unter Verbrauchstempo nicht ganz viel vorstellen, weil ich meine, nee, du trinkst dann schneller so rum, oder? Wahrscheinlich so, ja. So, dann sind wir hier im anderen Teil des Sumpfgebietes. Da müsste ich jetzt durch, ja, nicht, wie man sieht auf der Karte. Noch nichts aufgedeckt. Ich werde erstmal nachladen. Achso, da ist ja mein Checkpoint. Ja, bitte, gerne. Der Nebelsumpf. Wir gehen mal kurz in das Startgebiet, also in die Basis. Ich will gucken, ob ich irgendwas aufwerten kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das Herz, was ich jetzt habe, ob das ist, was der Typ schon will. Oder ob es nochmal ein anderes ist, weil das war jetzt nicht wirklich eine Bestie. Dieser, glaube ich, wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht. Dieser unreine Typ. Nee, ich habe immer noch die Quest, die Bestie im Sumpfgebiet finden. Genau, okay. Kann ich da aus dem Herz bei dir was machen? Na gut, dann wollen wir mal sehen. Verwüster. Ja, aus dem unreinen Herz kann ich einen Verwüster machen. Ein großer Eisenbolzen wird abgefeuert, der 125 Schaden, 300% zusätzlich Taubenschaden und einen Effekt Bluten auslöst. Der über 20 Sekunden lang hinweg 600 Schaden verursacht. Ja, bitte. Ich muss arbeiten. Dann würde ich den... Das ist das Zweitwaffe dann? Das wäre dann statt meinem Jagdgewehr. Und hat halt immer dafür nur einen Schuss und macht momentan nur 32 Schaden. Müsste ich jetzt erstmal testen. Ich habe keine Lust zu reden. Kann ich das bei dir noch ein bisschen aufwerfen? Schön, dich wiederzusehen. Also der Grundschaden ist nicht so wahrscheinlich, weil dieses Bluten so viel Schaden macht. Mal sehen, was ich habe. Ist nur die Frage, wenn irgendeiner nicht auf Bluten anfällig ist, was dann passiert. Ich hab kein Geld. Bis dann. Ich teste die Waffe mal. Habe ich jetzt leider meine Jägerfähigkeit auch nicht mehr. Dass ich Gegner aufspüren kann. Aber so oft habe ich die jetzt auch nicht eingesetzt. So, letzter Checkpoint. Ich hätte es gern mehr so als Trittwaffe. So läuft es hier allerdings nicht.
Oh, das Nachladen dauert lange. Nachladen dauert sehr lange. Was habe ich denn bisher? Schattenpirsche ist Gegnerwahrnehmung, Fernschaden, alles Ausdauer, Elementar, wieder schon. Nachladegeschwindigkeit, genau. Ich habe nämlich Nachladegeschwindigkeit, das sollte ich definitiv noch ein bisschen lernen. Wie komme ich denn da hoch? Da ist Loot. Was bist du denn? Ein Käfer. Ach, das ist so Ultraschall oder was? Sieht cool aus. Dramatische Musik, kommt ihr jetzt alle hoch? Okay, ich glaube, ich sollte die Waffe wechseln. Hä? Haut ihr euch gegenseitig? Das sehen alle ganz cool aus. Ah ne, der hat was geworfen und hat seinen Kumpel getroffen. Oh oh. Scheiße, ja. Oh, der blutet jetzt aber, oder? Du hast deinen Hammer verloren. Stört ihn aber nicht so wirklich. Endlich vorbei. Ich habe ordentlich, Dingens verloren. Lebenspunkte dadurch. Ich bin noch nicht überzeugt, weil das Problem ist, ich finde, dieser Bogen, also diese Armbrust, scheint mir besser auf kurze Distanz zu funktionieren. Ich habe meine Pistole ja schon für kurze Distanz. Und mein Jagdgewehr war sehr gut für weite Distanzen. Deswegen. Und ich kann es aber nicht, ich kann nicht Kombination Gewehr und Armbrust leider machen. Obwohl ich das irgendwie für sinnvoller halte. So, da war eine Kiste. Schnattern. Ah, jetzt habe ich das Bluten aktiviert. Ich vergesse immer, dass ich das aktivieren muss. Ich vergesse es immer zu aktivieren. Blauen sehen sehr lustig aus. Oh, die können auch echt gut ausweichen. Oh, Verätzung. Ach, Verätzung war's. Für Verätzung habe ich noch nichts. Also gegen. Für schon genug. Dagegen immer nichts. Ja, wenn man die kleinen Scheiße da nicht schnell genug wegbekommt, stehen die wieder auf. Ah, Mist.
Ja, du bist jetzt hier oben. Nee, ich muss das Kleine töten, geht weg. Mir sind die gerade sehr schön umgefallen. Eieiei, sind wir nicht so einfach hier. Ich finde, auf normaler Schwierigkeit hat das genug Schwierigkeit, das Spiel. Den haben wir voll in die Fresse gekriegt. Super. Außer noch zwei Tränke. Sieht nicht so gut aus. Ich bin noch nicht so weit gekommen. Da hinten am Anfang. Voll gemütlich hier eigentlich. Gerade hier noch was einsammeln. Die Fetzung lässt langsam etwas nach. Das ist gut. So. Die erste Ecke haben wir gerade bereinigt hier. Geht, glaube ich, auch auf Distanz. Es geht. Wohin des Wegs? Kommt jetzt hier hoch, ne? Achso, aha. Diese Verwandlung hatte ich noch nicht mitbekommen. Gerne wieder. Verblute. Witzig, die zwei habe ich jetzt wieder nicht mitbekommen, dass ich die getötet habe. Also eben jetzt getroffen, aber ich habe nicht gesehen, was getroffen hat. Das war schlecht.
Es war übel. Ja. Geht's, geht's. Ich glaube, wir kommen ganz gut durch. Und Checkpoint, ja, nice. Das ging ja wirklich. Ja, ich bin gut. Ist das? Nee, das ist kein Tor. Okay. Immerhin nicht gestorben. Wer ist denn da oben? Ich setze mich erstmal. Erstmal kurz ausruhen, alles aufladen. Ih, ein Käfer. Ein lieber Käfer. Eine Schmetterlingsfrau. Das Iskall heißt euch willkommen. Danke, das war bisher aber jetzt nicht sehr willkommen heißend, ehrlich gesagt. Oder bist du das Iskall? Ich grüße euch, Fremdling. Ihr seid nicht von diesem Ort? Du siehst sehr cool Sagt aus. Uns, woher stammt ihr? Von einem Ort namens Erde. Ihr seid also weit gereist. Und offenbar kampfstark. Das Iskall heißt euch und eure Stärke willkommen, Fremdling. Wäre letzteres eventuell verfügbar? Verfügbar inwiefern? In unserer Welt, Korsus, lebt eine überaus mächtige Bestie. Aha. Ein Wächter. Wir möchten sein Herz. Okay, also mit dem, der mich vorher gesprochen hat, das habt ihr jetzt nicht mitbekommen, weil ich es nicht aufgenommen habe, eher so ein unsympathischer, hässlicher Typ. der will auch das Herz der Bestie und ich denke mal, man kann sich wahrscheinlich jetzt entscheiden, wem man das gibt. Ihr seid nicht die Einzige, die sich für das Herz des Wächters interessiert. Daran habe ich keinen Zweifel, Fremdling. Aber wer wird euch ein besseres Angebot machen? Das Iskall ist sehr wohlhabend. Niemand wird euch mehr bezahlen. Was sagt ihr? Ich schaue, was ich tun kann. Unsere Augen haben uns nicht getäuscht. Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Was fasziniert euch? Alles? Wie lautet euer Name? Im Iskall gibt es keinen Namen. Wir sind alle eins. Okay. Für euch mag ich so etwas wie eine Königin sein. Aber diese Bezeichnungen sind falsch. Was bist du denn dann? Ihr habt das Iskall erwähnt, was ist das? Das Iskall verbindet uns alle. Alle Teilnehmer sind eins im Geist, Herz und Seele. Das heißt... Wir benötigen keine primitive Technologie. Das Iskall strebt nach Erleuchtung und Harmonie. Unser geteiltes Ziel macht uns Mut. Und wir heißen alle in das Iskall willkommen. Okay. Das heißt aber, ich glaube... Die Gegner, die ich getötet habe, die waren ja schon von der Saat befallen, nehme ich mal an. Das heißt, ich habe jetzt niemanden von Iskall getötet, weil sonst würde sie das, hätte sie das ja wahrscheinlich auch gespürt. Ich glaube, man tötet nur die Befallenen, von der Saat befallenen. Wie kann man dem Iskall beitreten? Eine faszinierende Frage, Fremdling. Der Vixeus-Wurm ist so. Das Tor zum Iskall. Toller Name. Durch unsere liebevolle Fürsorge sind wir miteinander verbunden. Möge es eure gebrechliche Form durchdringen und eure Ängste, Sorgen, Unsicherheiten und euer Selbstgefühl verzehren, bis alles, was übrig bleibt, das Iskall ist und das Iskall alles ist, was übrig bleibt. Ich weiß noch nicht, dass ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Vielleicht. Das Iskall ist nicht für alle bestimmt. Nur jene, die ihre Last ablegen und nach Erleuchtung suchen, können Erleuchtung finden. Ein anderes Mal vielleicht. Ich möchte handeln. Wir sind sehr erfreut, das zu hören. Was gemeint, du hast Kohle. Ein Grünplatz. Haha, entfernt, verätzt. Ja, damit. Nehmen wir doch gleich zwei. Ich muss ein bisschen Geld sparen. Göttlicher Nektar, erhöhte Rüstungseffizienz. Ja, das kostet gleich schon mal 500. Deswegen habe ich Geld gespart. Und du hast eine Sense. Will ich haben? Glaube ich. Es ist eine Sense plus 8. Ich habe noch 855. Ich könnte es mir so gerade leisten. Nee. Komme ich ja sonst nicht mehr an den Gegenstand. Außer ich gehe nochmal zu ihr, wenn ich mal deswegen. Ich verkaufe dir mal die Munitionskiste. Die habe ich bisher nicht eingesetzt.
Es wird dir meistens doch genug Munition getraut. Mein Material verkaufe ich Wir nichts. werden zusehen. Okay. Sie sieht schon echt cool aus. Gefällt mir. Die Füße sind ein bisschen creepy, aber der Rest ist ganz cool. So, allerdings, das wird eine Nahkampfwaffe sein, genau. Macht halt ein bisschen weniger Schaden, aber das können wir vielleicht noch aufwerten. Aber es macht 15% kritische Trefferchance. Würde ich gerne mal ausprobieren. Ich mache eh nicht so viel Nahkampf. Deswegen wäre das für mich, glaube ich, okay. Die Frage ist, bleibe ich bei der Arm? Oh, ein hier schneller Finger. Krabbelfinger. Das hätte ich dann gerne noch so. Können wir hier öffnen? Nö. Wie komme ich denn dann zu der Bestie? Wahrscheinlich geht's links weiter. Yep, links und dann links rum. Na komm. Schalte ich für eine Seite? Oder so. Nein! Oh, die weichen so gut aus. Autsch. Wie sie wieder alle Sachen in mein Gesicht werfen. Das ist nicht sehr nett. Ich würde sagen, dann machen wir nächste Folge weiter. Ich war ja zum Glück hier noch ziemlich nah am Checkpoint. Sie kommen. Noch kommen sie nicht. Ich bleib mal hier stehen. Nächstes Mal geht es dann weiter. Ich glaube, ich nehme direkt noch eine Folge auf und dann ja, haben wir was, ohne dass ich irgendwas überspringe. Dann könnt ihr direkt dann hier weitermachen und mal gucken, ob wir noch die Bestie finden und besiegen in diesem kurz gezockt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.